Hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit wieder zurück, euer Rexfor. Ich möchte euch heute mal etwas ganz Besonderes präsentieren, und zwar Transformers First Edition Cliffjumper. Ich hatte Glück, dass ich jetzt endlich mal diese Figur günstig bekommen habe. Ein absolutes Must-Have für jeden Transformers Prime-Liebhaber. Es ist einfach die Figur schlechthin. Den normalen Cliffjumper kann man quasi, ich würde fast sagen, in der Pfeife rauchen. Denn diese Figur ist einfach mega geil. Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal erstmal zu den Sachen, die bei der Figur quasi mit dabei sind. Mit dabei sind hier ziemlich viele Gimmicks. Man sieht hier Transformers Magazine von Takara Tomy. Das ist also hier so ein kleines Magazin, was quasi erhältlich ist. Hier sind ja ziemlich viele Werbungen für Special Edition Repaints und was weiß ich hier für verschiedene Charaktere und verschiedene Waves. Hier geht's wirklich los von Generation 1, 95, 97, richtig als Timeline, was ich ziemlich geil finde, wo man halt wirklich hier diese ganzen verschiedenen Timelines halt wirklich sieht. 2010 hier die Animated Line, dann die Movie Line und 2012 hat es dann angefangen mit der Prime Line. Hier noch mit einigen netten kleinen Zusatzfeatures. Finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Das macht echt was her. Auf der anderen Seite sehen wir auch nochmal ganz groß die Werbung quasi. Ja, es hat schon was. Ansonsten haben wir hier noch mit dabei ein Poster. Quasi auch mit ziemlich vielen Schnickschnack quasi. Hier hinten quasi im Produktkatalog, einmal in Grau. Ja, und dann haben wir noch einen Moment. So, dann haben wir hier noch die Gebrauchsanweisung, die in Japanisch ist, im ziemlich schlichten Grau gehalten. Ziemlich simpel. Ist aber ungefähr der deutschen Anleitung ziemlich gleich gehalten. Ja, und ansonsten haben wir noch die schöne Packung. Das hier unten richtig schön mit blau-metallig, Cliffjumper, hier Transformers Takara Tomy. Die Figur wird auch hier im Roboter-Modus quasi geliefert, nicht im Fahrzeugmodus, was ich auch sehr schön finde. Und hier hinten sehen wir dann nochmal die ganzen First Edition Figuren. Finde ich halt ziemlich cool, auf jeden Fall. Und hier mit dem englischen Transformers.com und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist eigentlich die japanische Packung mit einem, oder gesagt, deutsche Verpackung mit einem Label von Takara Tomy. Und hier ist ein Display-Stand nochmal mit drin, was ich halt auch cool finde, wo man die Figur quasi dann hinstellen kann. So. Ja, zu der Figur. Die Figur ist wirklich einfach nur mega geil, ganz ehrlich. Es ist wirklich Cliffjumper, so wie wir ihn kennen. Die Füße sind absolut perfekt proportional. Und auch die Arme, finde ich, sind ziemlich cool gelungen. Es erinnert mich irgendwie so ganz stark an Mega Man. Trotzdem ziemlich geil. Auch der Kopf ist echt gut umgesetzt. Wir haben hier halt diese Lightpipe-Funktion drin. Ihr seht richtig kleine Pupillen. Finde ich schon ziemlich cool. Es sieht jetzt hier quasi aus, dass er noch unterschiedliche Augen hätte. Das eine leuchtet, das eine nicht. Das hat jetzt was mit der Lightpipe-Funktion zu tun. Wenn ich es jetzt richtig hintersetze, seht ihr es selbst, es leuchtet normal. Hat was einfach mit meiner Lampe und mit meinem Licht in dem Sinne zu tun. Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem Rest. Der Brustkorb ist gespalten. Das gespaltene Dach, aber trotzdem ziemlich cool. Das Einzige, was ich finde, was hier fehlt, ist hier innen drin so ein kleines Autobot-Symbol, was eigentlich da drauf ist in der Serie. Es fehlt halt. Der Frontkühler lässt sich richtig gut in die Hüfte quasi einbinden. Gefällt mir. Ja, die Arme, wie gesagt, sind echt gut. Die Reifen stören vielleicht ein bisschen, aber es geht schon. Gibt Schlimmeres. Und die Beine sind, wie gesagt, auch ziemlich cool gemacht. So, ansonsten, was diese Figur hat, ist ein nettes Feature. Das heißt, die Arme lassen sich verwandeln. Ihr klappt dazu einmal die zur Seite, dreht hier dann einfach die Hände einmal herum und schon kommen quasi die Waffen von Cliffjumper quasi zutage. Ich habe jetzt nur einen Fehler gemacht. Ihr müsst natürlich die Hände so nach innen drehen. Ansonsten habt ihr die Probleme, die Waffe zu formen. So, und schon habt ihr hier einmal die Waffenhand, wie ich
finde ziemlich cool auf jeden Fall. Und die hat er natürlich auf beiden Seiten. So, wir drehen einmal dann die Hand herum. So. Und drehen einmal die Waffen nach außen. So. Und schon hat er quasi hier die komplette Bewaffnung. Finde ich saugeil auf jeden Fall. Das ist genau das, was quasi auch die Serie ausmacht, dass die Hände zu den Waffen mutieren. Oder wie gesagt, transformieren. Einfach geil. Schade, dass das die anderen Figuren nicht auch gehabt haben. Es macht wirklich echt was her. Man hat ja wirklich dann dieses nette Feature, dass man halt die Figur in dem Design wirklich echt gut hinstellen kann und damit protzen kann, dass sie wirklich waffenbespickt ist. Dann kann man hier so richtig, ja, ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Macht echt was her. Ja, kommen wir doch einfach mal zu den netten kleinen Gimmicks, die die Figur hat. Wie gesagt, das sind einmal die Waffenarme. Der Kopf ist auf einem Balljoint, ist aber ein bisschen eingeschränkt durch das Kinn und den dicken Hals. Ihr seht selbst, es hakt hier unten immer so ein bisschen. Sehr schade eigentlich. Das heißt, ihr könnt den Kopf nicht wirklich gut um 180 Grad maximal drehen. Wenn es um 360 Grad dreht, habe ich Angst, dass es abbricht. Die Hörner sind aus Gummi, ganz normal, wie es halt bei der Toyline halt üblich ist. Die Arme könnt ihr um, das heißt die Schultern, um 360 Grad drehen. Die Hände haben hier oben ein Bizepsgelenk. Der Ellenbogen ist auch ein Double Joint, das heißt ihr könnt richtig schön alles hochklappen. Da kommen wir sowieso jetzt einmal, wo ich es gerade euch mal zeigen möchte. Seht ihr dieses nette kleine Autobot-Symbol? Das ist ein draufgestanztes. Und es ist wirklich nur so 2 mm groß. Ist echt super. Um mal als Beispiel zu sagen, so groß ist mein Fingernagel. Das heißt echt übel. Ja. Die Räder selbst sind auch sehr schön gestaltet. Hat was. So leicht, ja, wie so eine Art, wie so ein Schwungstern. Ist also nicht wirklich gleich. Ihr seht selbst, ist leicht nach oben gedreht. Die Reifen haben ein schönes Profil. Gefällt mir auch. Ja, die Füße haben oben ein ganz normales Gelenk hier. Ihr seht selbst ein Kugelgelenk plus ein Drehgelenk. Die Knie lassen sich nur so, ja, nicht ganz im 90-Grad-Winkel nach oben drehen, aber das ist okay. Ansonsten hier unten ist noch auf einem Kugelgelenk quasi der Fuß. Das heißt, ihr könnt auch wirklich dann coole Posen hinkriegen. Ja, ansonsten, was mir sehr gefällt, sind die Schultern. Die Schultern sind halt wirklich echt gut angepasst. Das ist quasi das Rückteil, was sich quasi die Kofferraumhaube quasi bildet. Hier seht ihr die Rückscheiben vom Auto. Es klappt wirklich so perfekt zusammen. Sehr schöne Schultern, auf jeden Fall echt gut gelöst. Auch hier mit den Farben, dass alles so schön ineinander übergeht. Vorder- sowie Rückseite echt gut gelöst. Das Einzige, was mich ein bisschen in dieser Figur stört, ist der Frontgrill vom Auto, dass der hinten am Hintern quasi einfach so hängt. Stört mich ein bisschen. Ihr könnt ihn zwar runterklappen, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ja, ist nicht so schön. Ansonsten kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel, obwohl die es auch in sich hat, wenn man es falsch macht. So, am besten, wie gesagt, erstmal die Hände in die Waffen verwandeln. Das ist am leichtesten. Ihr könnt es aber auch ausgeklappt lassen. Das ist egal für die Transformation. Ihr dreht einmal jetzt die Räder und die Seitenteile jetzt einmal so nach innen. So, anschließend klappt ihr hier unten die Füße auseinander. Hier aufpassen, dass ihr hier diesen Fuß komplett nach oben dreht. Ansonsten wird er quasi abgestoßen. Also das heißt, er fällt hier einfach ab. So, ansonsten dreht ihr jetzt den Fuß nach innen. Dreht hier die kleine Scheibe nach außen. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Einmal so. Ja, da ist es auch schon passiert. Einfach dann wieder reindrücken. Glaube ich, das Kugelgelenk ist ziemlich simpel. So, das heißt runterdrehen, reinklappen und Scheibe nach oben. So, das ist erstmal so das Wichtigste. So wären die Beine von der Länge her sogar eigentlich perfekt.
Naja, gut. Wenn ich mal so überlege, theoretisch könnte man das so als Bein lassen. Es steht halt nur nicht. Ha. Naja, egal. Schatz beiseite. Der Kopf ist eigentlich so auch ziemlich leicht zu verstauen. Ihr dreht hier unten die Hüfte komplett nach hinten. Dreht hier einmal dieses komplette Teil. Hier oben löst ihr einmal erstmal die Motorhaube. Dreht ihr das so nach oben. Jetzt dreht ihr hier unten diese kleinen Frontpanels nach außen. So. Dreht ihr das Ganze wieder nach unten. Moment, mein Fehler. Erst so die Motorhaube, dann nach außen. Dadurch wird es blockiert. So. Anschließend dreht ihr hier einmal die Klappe nach unten. Dreht jetzt einmal den kompletten Oberkörper rum. Dreht dann den Kopf nach unten, nach innen. Diese Fronthaube wieder nach innen klappen. Die blockiert jetzt quasi alles sehr schön. Dann einmal so die Arme nach oben drehen. Ruhig miteinander quasi verbinden. Den Brustkorb zusammendrücken und hier dieses komplette Dach miteinander verbinden. Hier sind zwei Packs jeweils. Die werden hier außen reingeschoben. Da sehr vorsichtig sein, da habe ich manchmal so ein bisschen Bammel, dass mir die Figur kaputt bricht. So. Anschließend dreht er hier dieses ganze Teil einmal so, dass die Räder außen sind. So. Anschließend dreht ihr es jetzt einmal nach unten und dreht es einmal das so. Anschließend dreht ihr jetzt diese Kofferraumhaube nach unten. Bildet jetzt quasi einmal komplett hier das Rückenteil des Autos. So, und jetzt kommt der komplizierte Teil. Bei den Beinen ist hier ein Doppelgelenk drin. Das heißt, ihr müsst einmal quasi hier das Bein so ineinander falten. Das gleiche hier. So. Anschließend dreht ihr jetzt die Beine nach vorne. Dreht jetzt das komplette Teil einmal herum. Hier kann es auch sehr schnell passieren, dass immer das Bein abfällt. Also nicht wundern. So. Das gleiche hier. Ihr dreht das Bein so nach vorne, dreht jetzt einmal das komplette Teil rum, so, und jetzt kommt der Teil, wo ich echt Kopfschmerzen kriege. Ihr müsst alles ineinander schieben, auch hier, und hier unten, ob ich es euch zeigen kann, Lichtverhältnisse sind blöd, hier unten ist ein kleiner, dieses Teil muss hier reingedrückt werden, und trotzdem muss alles so passgenau sein, dass es wirklich überall perfekt ineinander passt. Und da hapert es bei der Figur ganz extrem. Es passt nämlich nicht alles perfekt ineinander und dadurch schiebt sich die Figur immer wieder auseinander. So. Theoretisch ist die Figur jetzt fertig verwandelt. Das Problem ist, hier außen, diese Teile lösen sich immer wieder. Das heißt, ihr müsst immer wieder so reindrücken. Ihr seht es hier. Ihr müsst reindrücken und trotzdem löst es sich ab und zu. Das ist echt kopfschmerzbereitend ohne Ende. Weil es halt wirklich nicht perfekt passt. Aber ansonsten ist das jetzt Cliffjumper im Fahrzeugmodus. Und ich muss sagen, ein absolut mega, mega geiler Automodus. Gefällt mir richtig bullig. Er macht quasi Bumblebee in der Autoform locker Konkurrenz. Hier vorne die Hörner finde ich ihn echt gut angebracht. Hat was. Hier hinten finde ich fehlen so ein bisschen die Details. Hier hätte man echt zum Beispiel hier ein Kennzeichen reinmachen können. Das fehlt irgendwie. Sehr schade. Gibt es bei Repro-Labels aber bestimmt eine Alternative. Ja, und ansonsten, wir sehen halt jetzt nochmal richtig schön das Autobot-Symbol. Na, Fokus. Da. Das auch übrigens auf der anderen Seite ebenso angebracht ist. Aber hier fehlt's. Ihr seht's.
Das heißt, es ist effektiv vorgestanzt, aber ist nur auf einer Seite aufgebracht. So, ja, hier vorne ist ein kleiner Schlitz, der lässt sich leider nicht vermeiden. Der ist so, der ist also nicht falsch verwandelt, das ist wirklich korrekt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Hier sehe ich auch immer wie ein Gesicht drin, ne? Zwei Augen, hier unten der Mund, hier oben die Stirn. Sieht aus wie so ein bulliges Gesicht, wie so eine Bulldogge. Ja, ansonsten, die Auspuffrohre finde ich sind auch sehr schön von den Details. Die Räder passen perfekt. Unten drunter ist jetzt der Kopf quasi verstaut. Finde ich es ganz okay. Also es könnte schlimmer sein. Ansonsten, die Arme sind auch echt gut mit hier eingebracht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, wie ich es euch gesagt habe, auch die Hände nach außen klappen. Dann ist hier unten nichts Silbernes, sondern die Silberne ist hier hinten, vorne schwarz. Das müsst ihr wissen. Also ich finde es jetzt persönlich so schöner. Ja, und hinten die Nummer 4 Auspuffrohre. Das heißt, ihr habt wirklich hier 4 Auspuffrohre, hier 2. Also es ist echt ein Muscle Car ohne Ende. Blaue Scheiben komplett. Obwohl hier Gelenke drin sind, ist alles durchsichtig. Sehr schön. Überall. Es ist nichts bedruckt. Es passt wirklich perfekt alles. Also das ist wirklich eine Figur, die einfach nur schön ist. Das ist eine First Edition, die wirklich von Hasbro und Takara als Standard gesetzt werden sollte. Ja, vorne der Frontgrill ist auch sehr schön und detailreich. Es ist nicht bedruckt, es ist wirklich gestanzt alles. Es sind im Millimeterbereich kleine Gitter. Blaue, durchsichtig, aus durchsichtigem Plastik. Lichter, leider ohne Lightpipe-Funktion, wäre schön gewesen, aber ich glaube, das hätte hier oben das alles so ein bisschen ruiniert. Die Figur ist selbst aus rotem, metallischem Plastik, im leichten, ja, ich sag's immer Seifen-Look, weil es gibt ja auch sehr viele Handseifen, die so aussehen. Auf jeden Fall sehr schön. Oben aus Hartplastik, nicht ganz so glänzend wie hier unten. Ihr seht selbst, es sind zwei unterschiedliche Plastiksorten. Und hinten ist wieder dieser Seifenlook. Trotzdem halt sehr schön. Eine Figur, wie gesagt, die echt seinesgleichen sucht. Und die wirklich in meinen Augen ein absolutes super, super Highlight ist. Im Robotermodus sowie im Fahrzeugmodus jedenfalls volle 10 Punkte verdient hat. Und die absolut zu empfehlen ist. Die Figur kostet Minimum, wenn man sie im Ausland bestellt, 50 Euro. Wenn man sie im Inland, in Deutschland bestellen, wird es teuer und da muss er natürlich mehr ausgeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Klingel geht gerade. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rexford.